Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Start Your Valley. Unsere erste Aufgabe ist einmal wieder hier ein wenig unsere Pflanzen gießen, obwohl ich glaube, dass die Pflanzen, die so braun sind, komplett vertrocknet sind. Aber naja, und wir können auf jeden Fall Bohnen ernten, sehe ich. Und wir haben ja auf dem Eierfest Erdbeerpflanzen gekauft. Nein. So. Nicht immer die gleiche Stelle gießen hier. Ah, oh, es ist sowieso alle Mist. Aber kann ich nicht sogar meinen... Ja, ich kann den hier oben sogar. Ungemahlener Mais. So, und da haben wir noch ein paar Bohnen. Sehr schön, die müssen wir natürlich alle einsammeln. So, gießen müssen wir hier auch. So, und ich denke mal, wir müssen sogar noch einmal die Gießkanne auffüllen. Das ist auf jeden Fall Blumenkohl hier, den brauche ich definitiv fürs Gemeinschaftszentrum. Komm mal her, Mieze, Katze. So, du kriegst auch ein bisschen Wasser. So. Sehr schön, jetzt gießen wir hier mal alles durch. Bohnen. Wir brauchten Bohnen, oder haben wir Bohnen schon abgegeben? Ne, wir brauchen noch Blumenkohl, ne? Das heißt, das kann auf jeden Fall alles weg hier. Und ich würde eigentlich gerne heute in die Mine gehen. Wir könnten uns natürlich zwei Bomben machen. Uch. Ach nee, da brauche ich 4 Kupfererz. Oh, da brauche ich doch ein bisschen mehr. Na gut. Dann kommt das erstmal hier rein. Aber wir wollten auf jeden Fall die... So. Die Brücke für 300... Holz reparieren. Das ist auf jeden Fall erstmal Fakt. Das werden wir machen. So, das ist... Ah, ne, Moment. Hier oben ist noch was nicht gegossen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So. Müssen natürlich alles gießen, sonst ist das nicht perfekt. Wir brauchen natürlich weiteres Holz, aber wenn ich schon wieder sehe, wie kaputt wir sind... Dann ist das nicht so toll. So, den Lauch können wir auf jeden Fall essen. Ich weiß gar nicht. Ja, der gibt auf jeden Fall ein bisschen Energie. Sehr schön. Hm, vielleicht müssten wir auch noch mal hier unten Richtung Strand gehen. Ich glaube, wir brauchen die ein oder andere Muschel auch noch für das Gemeinschaftszentrum. Ach, die Vögel. Oh, meine liebe Penny. Hallo, das Wetter ist heute interessant, oder? Entschuldige. Warte mal, was liebst du denn eigentlich, meine gute Penny, 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 Penny. Penny braucht eine Perle, Mohn, eine Melone, einen Sandfisch. Der habe ich immer noch kein Geschenk gemacht. Ich kann ja 2 Geschenke sogar machen. Ich könnte dir auch Holz schenken, aber ich glaube, da bist du nicht ganz so glücklich drüber, über das Holz, oder? So, da ist auf jeden Fall auch eine Muschel. Sehr schön, die nehmen wir mit. Hallo, ihr Möwen, geht mal weg. Ich möchte gerne hier rüber und die Brücke reparieren. Ja. Für 300 Holz bitte einmal diese Brücke reparieren. Dunk, dunk, dunk. Wunderbar. Was ist jetzt hier so? Was können wir denn jetzt hier eigentlich finden? Außer Würmer. Oh, dekorativer Fächer. Gunther kann mir da mehr drüber erzählen. Sehr schön. Und ein Seeigel. Ja, kann ich wahrscheinlich auch angeln. Und
Ansonsten ist hier erstmal nichts weiter, aber ich denke mal, den Seeigel und die Muschel könnte ich auf jeden Fall im Gemeinschaftshaus abgeben. Dann kann mir der gute Gunther noch was erzählen. Vielleicht hat er ja wieder irgendein Geschenk für uns. Aber ich glaube eher nicht, oder? So, guck mal hier, mein Lieber. Ich kann was fürs Museum spenden. Einen dekorativen Fächer. So, habe ich doch schon einiges gefunden. Und diese komischen Scherben brauche ich, glaube ich, auch, um irgendwas herzustellen, ne? Kupfer und Eisenbahn. Und hier für einen Erdkristall brauche ich die Mayonnaise-Maschine, brauche ich dafür. Hier ist nichts, was aussieht wie... Da kann ich mal reingucken. Gesucht Schleimjäger zum Erlegen von 4 grünen Schleims. Nehme ich auf jeden Fall an. 4 grüne Schleims sollte ich auf jeden Fall hinbekommen, dass ich die Blatt kriege. Wenn ich jetzt sowieso in die Mine gehen will, sollte das ja eigentlich funktionieren. So, ich muss nochmal schauen. Ich glaube, hier waren ja nur Fische. Aber entweder war hier oben etwas. Blumenkohl. Mais. Ich habe auch, glaube ich, Erdbeeren. Warte mal, das habe ich fertig. Hier kann ich... Also eine Karotte brauche ich da. Ach, und Steine hätte ich mitnehmen können. Ach, Steine und Holz hätte ich mal mitnehmen können. Mann. Brauche ich 200 Holz und Steine und Hartholz. Hartholz kann ich aber noch nicht. So, warte mal. Hier kann ich auf jeden Fall so eine Muschel. Aber ein Seeigel war jetzt hier nicht irgendwo, ne? Nee, ein Seeigel war leider nicht hier. Kann als Delikatesse verwendet werden. Kann ich aber auch verkaufen. Der Hühnerstall kostet ja 4.000. Der Hühnerstall kostet 4.000. So, ich würde aber trotzdem echt gerne hier nochmal angeln. Vielleicht kriege ich ja hier immer noch irgendeinen besonderen Fisch raus. Ich glaube, so ein Flussbarsch oder irgend sowas brauche ich. Aber die beißen halt irgendwie nicht so gut an hier, die Fische. Okay, das war auf jeden Fall ein Treffer. Ah, da oben ist eine Schatzkiste. Da komme ich jetzt aber nicht mehr hin. Ein Karpfen. Den brauche ich definitiv fürs Gemeinschaftshaus. Ein Karpfen brauche ich auf jeden Fall fürs Gemeinschaftshaus. Den kann ich dann vielleicht sogar noch schnell abgeben. Vielleicht beißt ja noch was in der Zeit jetzt hier. Sei mal nicht so... Sei mal nicht so stur hier. Meine Güte, was war das denn? Ein Kaulbarsch. Den Kaulbarsch brauche ich, glaube ich, nicht. Ah, das sind immer so weite Laufwege. Vielleicht sollte ich doch nicht mehr in die Mine gehen, aber ich muss 10 Schleims erledigen. Hallo, ihr Vöglein. Schade, ich finde es halt schade, dass man das nicht so richtig angezeigt bekommt. Hopfen, da. So, brauche ich noch einen Zwergwels und einen Stör. Einen Kaulbarsch brauche ich aber nicht, oder? Ne, einen Blaubarsch brauche ich da. Okay.
lange habe ich denn hier Zeit? 2 Tage, um... Also muss ich definitiv morgen Monster erlegen gehen. Und ich soll ja grüne Schleims eigentlich erledigen. Bum, bum, bum. Das wird natürlich schwierig. Es wird natürlich schwierig, die grünen Schleims hier zu erlegen. So, aber hier sind gerade welche. Oben ist sogar die... So, warte mal. 2, ach, 4 brauche ich ja nur erledigen. Das ist natürlich... Das ist natürlich gut. 4 Schleimis nur. Das Kupfer nehme ich mal mit. Ich brauche ja noch Kupferbahn. Das schnell hier runter. Na, hier sind ja gerade keine Schleimis mehr. Mist. Die Treppe, sehr gut. Das Fass kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht kriege ich da sogar so eine Karotte. Ne, diesmal nicht. Gut. Kupfererz. Sehr gut. Ich brauche aber Schleims. Ich brauche Schleims, ihr Lieben. Warum gibt es hier keine Schleims mehr? Ich brauche ja nur 4. Mann. Gibt's aber gerade keine Schleims mehr. Gemischter Saat. Ja, so eine doofe Fliege hier. Ich brauche echt noch ein paar Schleime hier. Ich gehe mal hier raus. So. Ein grünen Schleim brauche ich noch. Da hinten ist er. Sehr schön. Jetzt müsste ich die eigentlich... Rede mit Luis. Ah ja. Okay, es ist 19 Uhr, es ist ein bisschen spät, denke ich mal schon, um mit Luis zu reden. Müssten wir dann morgen machen, aber ich muss eh die Mine verlassen. Ich habe aber wieder ein bisschen Kupfer bekommen, das ist sehr gut. Luis würde ich sogar vielleicht im... Pub treffen. Ah ne, es ist 20 Uhr, ich werde morgen mit ihm reden. Ich werde morgen mit ihm reden, denke ich mal, denn ich werde jetzt ins Bettchen gehen, nachdem ich meine Sachen ausgepackt habe. So, ein Lauch kann ich noch mitnehmen. Und dann werde ich in mein Bett gehen. Also ich habe auf jeden Fall ein Silo, das ist sehr gut. So, also, warte mal, hier ist ein Reissprost. Das hebe ich mal auf. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Quarz, Steine, Schleim behalte ich vielleicht auch mal.
Seeigel. So ein Reis könnte ich ja eigentlich dahin packen. Und so einen gemischten Samen könnte ich eigentlich einen dahin packen. Und wenn ich jetzt sage, das ist alt und das ist alt, da hätte ich nur eins eigentlich hinpacken sollen. Na gut. Auch schon wieder fertig. Da habe ich 7 wieder. So. Sehr gut. Ich kann eigentlich gleich die Kanne rausnehmen. Guck mal, das Heu kann ich auch rausnehmen, weil das kann ich eigentlich in mein Silo packen. 8 Heuballen im Silo hinzugefügt. Sehr gut. Dann abschlafen gehen und einen neuen Tag beginnen. In Stardew Valley. Juhu, es gibt wieder ein bisschen Geld. Wunderbar, 630 Münzen. Vielleicht regnet es auch heute mal, aber ich glaube, so weit ist es noch nicht, dass es regnet. Nein, aber wir haben einen neuen Brief. Hallo mein Liebling, ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtner angefangen hast, deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut, Oma Evelyn. Sehr schön. Und wir haben Blumenkohl, der noch nicht fertig ist. Mist, ich habe gedacht, der ist schon fertig, aber so wie es aussieht, ist der Blumenkohl leider noch nicht fertig. So. Bohnen auf jeden Fall gießen. Und dann kann ich hier auf jeden Fall. Hallo Mietz. Ach, Kanne wieder leer. So, wir sollen auf jeden Fall mit Luis reden. Dass wir ein bisschen Geld bekommen, weil wir ja Monsterjäger waren. Und ich brauche unbedingt Geld endlich für den Hühnerstall. So. Vielleicht müsste ich auch endlich mal einen Sprinkler machen. Aber ich glaube, dafür brauche ich ja Eisen, oder? Eisenbahn, ja. Eisenbahn habe ich ja überhaupt noch nicht. Wenn ich ins Gemeinschaftshaus gehe. Warte mal. Na, Pastinaken reicht noch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall 99 Steine mitnehmen. Die kann ich definitiv abgeben. Der Blumenkohl, der braucht noch ein bisschen. Aber bald ist der auch soweit. Und dann soll ich noch mit Luis reden. Die verlorene Axt soll ich finden. Stufe 40 in der Mine und einen Hühnerstall bauen. Aber wie gesagt, da brauche ich auf jeden Fall erstmal 4000 Geld wieder. Und das ist so ein bisschen mein Problem. So, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Bring immerhin 60 die Blumen. Herstellen kann ich noch nichts. Eine Fackel kann ich herstellen. Moment. Hier war auch noch eine Blume. Nehme ich auch noch mit den Löwenzahn. Bin ja gespannt, was wir im Winter, im Frühling hier alles so noch schaffen. Ich müsste mir eigentlich auch wirklich ein paar neue Saat kaufen. Ich brauche Goldbahnen. Ah, ich habe kein Gold. Hallo Gas. Ich hole meine paar Vorräte für die Kneipe. Bier hat echt gute Sachen. Ach so, okay.
So, was kostet der nächste? 10.000. Oh mein Gott. Tulpenzwie. Ah, Moment, ich kann da auch ein Dings herstellen. Ein Bienenstock. Da brauche ich aber auch Eisen dafür. Und Eisen habe ich nicht. Kartoffelsamen wachsen in 6. Grünkohlsaat. Pflanze ihn im Frühling, wächst in 6 Tagen an. Ernte ihn mit der Sense. Grünkohl brauche ich. Grünkohl, Grasbündel. Grasbündel, Rezept. Zucker, Weizenmehl, Reis, Öl, Essig. Tapete, das wird erst interessant hier später. Katalog kostet 30.000. Ah ja, Pastinaken, damit kann man eigentlich ganz gut Geld verdienen. Nehmen wir mal noch welches mit. Ich nehme mal noch welche mit. Oh. So, mit Bürgermeister Louis soll man reden. Jetzt wisst ihr, wo der sich gerade rumtreibt. Na gut, ich könnte hier auf der Karte gucken. Ah, der müsste in seinem Haus sein. Ah, da ist er. Guten Morgen. Ah, Silke, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Ich danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Ich weiß, dass es ziemlich schwer sein kann, diese klebrigen Schleime aus der Kleidung zu kriegen. Ich habe definitiv einige gute Paar Hosen beim Versuch, diese Krümmer zu fassen, ruiniert. Ich erinnere mich daran, wie Vater wütend geworden ist, als ich violetten Schleim an meinen braunen Seidenhosen kleben hatte. Naja, egal. Viel Spaß mit der Belohnung. 140 Gold, wunderbar. Für unseren Kollegen haben wir ja sowieso nichts. Aber wir machen auf jeden Fall einen Abstecher zum Strand. Und eigentlich müsste ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen fischen oder so. Ah, hier ist wieder so ein Ding zum Verkaufen. Aber mehr gibt's hier eigentlich nicht. Ich meine, gut, hier könnte ich jetzt auch nochmal eine Runde angeln. Die Frage ist natürlich, was gibt's hier draußen für Fische? Und zum Zauberer könnte ich eigentlich auch nochmal gehen. Aber ich glaube, der hat auch nichts für mich. Das dauert ganz schön lange hier, bis hier so ein Fisch anbeißt. Komm, sei nicht so zappelig hier. Eine Sardelle wieder nur gefangen. Gibt zwar 18 Energie. Ich glaube, die geben auch 25 Energie und die geben 0 Energie. Aber die hier geben 25. Okay, die Blumen könnte ich auch essen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ah. Nicht perfekt. Meine Güte, du bist aber eine Sardine. Du bist aber auch ganz schön hartnäckig gewesen. Na komm, beiß an. Beiß an, mein Guter. Treffer. Oh, wir haben einen Schatz. Wir haben einen Schatz bekommen. Jetzt müssen wir natürlich noch den Fisch an Land ziehen. Eine Sardine. Und, ein Smaragd. Und ein antikes Schwert. Na, das läuft doch gut. Da können wir auf jeden Fall gleich wieder ein paar Sachen bei Gunther abgeben. Der Gunther macht uns munter. Hallo, Elliot. Ich müsste doch mal ein paar Geschenke vergeben, damit ich hier ein paar Herzen langsam bekomme.
Das ist schwierig. Wie gesagt, ich brauche... Ich habe jetzt sogar 2000 wieder, dass ich mir was leisten könnte. Sprich, zum Beispiel ein Werkzeug verbessern. Ah, eine neue Belohnung haben wir. Eine Hühnerstatue als Dekoration und Sternenfruchtsaat. Pflanze sie im Sommer, wächst in 13 Tagen. Oh ja. Yeah. Na, damit kann ich auf jeden Fall leben, mein Guter. Und ich würde sagen, ich werde noch ein wenig weiter angeln. Und dann werden wir den Tag oder die Folge heute auch beenden. Dum, 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 dum. Wir brauchen ja sowieso noch das ein oder andere Fischchen, was wir fangen müssen. Ach, und zur Hutmaus sollte ich mal gehen. Ah, da kann ich auch noch mal hingehen. Okay, was ist das? Ein Schwarzbarsch. Brauche ich den nicht sogar fürs Gemeinschaftshaus? Ah, ich müsste eigentlich einen Kaffee haben. Ah, und wenn ich jetzt hier erst zum Gemeinschaftszentrum gehe und dann... Oh, einen Müsli-Riegel haben wir gefunden. Sehr gut. Wenn ich jetzt erst zum Gemeinschaftszentrum gehe, dann ist wahrscheinlich die Hutmaus auch nicht mehr da. Hm. Muss man ja reinschauen. War das ein Fisch, den ich vielleicht brauche? Ne, einen Blaubarsch brauche ich. Hm, eine Muschel habe ich nicht. Zwergwelt, Stör und Barsch. Sardine, warte mal, eine Sardine habe ich doch, sehr gut. Und irgendwo konnte ich doch hier die Steine abgeben. War das hier unten oder war das dort oben? Sehr gut. Brauche ich nur noch ein bisschen Holz und Hartholz. Aber ich glaube, da muss ich erst meine Sachen verbessern, bis ich das bekomme. Dum, 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 dum. So, ich könnte natürlich auch, wie gesagt, noch ein bisschen essen. Den Goldborn, den kriege ich ja sowieso nicht hin. Hallo ihr Lieben, na, wie geht's euch? Ah, eine kaputte CD. Hier kann ich auch noch drin rumwühlen. Oh, was ist das? Das sind Lachs. Lachsbeeren. Oh, brauche ich die nicht auch sogar? Brauche ich nicht sogar die Lachsbeeren? Hm. Muss ich doch nochmal zurück. Genau, ich denke mal, dann hat sich das mit der Maus erledigt heute. Dann hat sich das auf jeden Fall mit der Maus erledigt. Nee, eine Karotte. Würzbeere, Weintraube. Eine Brombeere. Schade, und hier oben denke ich mal auch nicht. Da ist noch der Blumenkohl, da sind die 5 von denen. Eine Kirsche. Nee. Hier oben leider auch nicht. Na gut, wenn ich jetzt nochmal zu der Maus gehen möchte. Dum, 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 dum. Aber selbst wenn die bis 18 Uhr da sein sollte, denke ich mal nicht, dass das reichen wird. Die hatte doch ihr Haus irgendwo hier unten oder so, ne? Genau das hier. Es ist verschlossen.
Aber hat die mich nicht gesagt, dass ich da unten Evelyns Tipp. Hutmaus. Hi, ich verkaufe Hüte. Okay, Stups, komm am alten Haus. Stups, bring Münze. Okay. Oh, hier kamen sehr viele Steine raus. Was kann man denn hier unten eigentlich? Oh, da sind noch mehr Trauben. Mehr Beeren. Oh. 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 Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt. Robin sucht sie sicher doch. Ah. Oh, und hier sind, glaube ich, die Frühlingszwiebeln. Jawohl. Ah, hier unten ist es richtig. Es ist ja richtig schick. Komme ich denn hier hin? Oh. Das. Ach, hier ist die Hutmaus. Südwester 1000 Strohhut. Nee. Ich könnte natürlich meinen Hut jetzt hier verkaufen. Aber da wäre ich ja doof. Wenn ich das machen würde. Okay, also hier unten ist die Hutmaus. Robins Axt habe ich. Das ist sehr gut. Energie habe ich auch noch ein bisschen. Und verkaufen kann ich, glaube ich, auch was. Aber ob ich hier so eine Frühlingszwiebeln fürs Gemeinschaftshaus brauche, bin ich mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht, dass ich die Frühlingszwiebeln brauche. Ah, schon 20 Uhr jetzt. Ich muss sowieso nach Hause. Ich muss ja sowieso nach Hause. Oh, das ist aber schön Gras gewachsen. Da können wir unser Silo mal ein bisschen füllen. Wow. Ja, das kriege ich voll, sehr gut. Oh. Inventar ist voll. Sehr schlecht. Und ich glaube, mein Strohhütchen ist auch, also mein Dings ist auch voll, oder? Mein Silo. 240 von 240, ja. Okay, also weg, 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 weg. Weg, Frühlingszwiebeln, war, bin ich mir nicht sicher. Seetang nicht, den Riegel auch nicht. Das packe ich mal alles hier rein. Pastinakensaat, das packe ich mal dort rein. Das ist zum Essen, das ist zum Dekorieren und das hebe ich mir mal auf da. Sehr gut. So, dann schauen wir mal. Was ist das für ein Hühnchen? Okay, das stelle ich dahin einfach. Kann ich nicht eigentlich das Fenster... Ja, kann ich sogar ein bisschen weiter rüber machen. Das kann da auf den Tisch. Die kann hier unten hin. Ich würde morgen es wird. Oh, Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem wichtigen Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Es ist Lachsbärenzeit. Im ganzen Land sind Büsche voller saftiger kleiner Beeren und du kannst sie einfach pflücken. Sie zu ernten ist ein großartiger Weg, um ein wenig Geld dazu zu verdienen. Okay, wie wird's Wetter morgen? Teils wolkig mit einer leichten Brise, erwartet eine Menge Pollen.
Alles klar. Ich gehe ins Bett. Fischen Stufe 2. Neues Herstellungsrezept. Köder. Okay. Hofarbeit haben wir gar nicht gesammelt. Fischen haben wir ein bisschen was bekommen. So, Korallen gibt es 100. Und Löwenzahn gibt es 40. Okay. Nur mit 600 kann ich auf jeden Fall leben. Wir kommen definitiv unserem Hühnerstall um einiges näher. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Start Your Valley. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Habt euren Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.